Für eine Huge Cat. Don't cancel in mid. Okay, er packt jetzt rein. Yeehaw Cats sind aus meiner Sicht wertlos. Dann haben wir hier Galaxy Foxes in Dark Matter. Das sind gar nicht mal wenig. Die sind eigentlich ganz schön. Die würde ich gerne haben, einfach nur um sie zu verlosen. Dasselbe gilt auch für Center Paws. Aber die Center Paws hätte ich gerne auch in Dark Matter. Also jetzt fängt es langsam an zu schwächeln. Ich meine, das ist ein wirklich gutes Offer. Schaut dir das an. Schaut euch dieses Angebot an. 6,5 Milliarden Gems. Er offert mir richtig viele ultra starke Pets. Ein paar Exclusive Pets noch dazu. Er packt immer weiter Silver Stacks hier unten rein. Aber das Problem ist halt, das hier ist eine Huge Cat. Die Huge Cat ist immer, immer, egal was ihr für Pets habt, egal was gerade die stärksten Pets sind, ist die Huge Cat immer so stark wie dein stärkstes Pet, das du im Inventar hast. Und sie ist so einzigartig, von der existieren so wenige Pets. Da kann er so viele von diesen Pets hier offern, wie er möchte. Die Pets hier sind toll. Die Pets hätte ich aber nicht mal gerne wirklich dafür, dass ich sie benutzen kann. Die hätte ich tatsächlich gerne einfach nur, damit ich sie verschenken kann, weil ich mir denke, boah, das sind Pets, die kann man mal gut verschenken, da freuen sich die Leute drüber. Aber es sind keine Pets, wo ich mir denke, ja, dafür gebe ich meine Huge Cat her. Na, Bro, sorry. Es ist wirklich ein gutes Offer, was du mir hier gibst. Also wirklich, das ist ein fettes Offer. Aber sorry, die Huge Cat kriegst du dafür nicht.